Ford bügelt über nahezu die ganze Nutzfahrzeugpalette, und zwar teilelektrifiziert, technologisch aufgerüstet und benutzerfreundlicher denn je. Besonders stolz ist Ford auf ihr sogenanntes Mild-Hybrid-System, das mit einer 48-Volt-Batterie arbeitet und bis zu 3% Treibstoff einspart. Das klingt im ersten Moment nicht sonderlich spannend, doch dieses System ist tatsächlich das erste in der Klasse der Nutzfahrzeuge mit 2 Tonnen Nutzlast. Und gemessen an der Fahrleistung von Transportfahrzeugen in dieser Klasse sind 3% Einsparung durchaus spürbar. Doch jetzt geht es nicht um das Mild-Hybrid-System von Ford, sondern um das Plug-in-System des Tourneo Custom. Dafür wird eine 13,6 Kilowattstunden große Batterie mit einem 1 Liter Dreizylinder zusammengespannt. Das bedeutet, der feine Ford kann eingestöpselt werden. Diese Technologie gibt es natürlich nicht nur im Tourneo Custom, sondern auch im Transit. Ford gibt bis zu 50 Kilometer nach NEFZ-Testzyklus für das rein elektrische Fahren an. Das bedeutet in der Realität ein wenig über 30 Kilometer. Kein schlechter Wert, denn hier geht es um das lokal elektrische Fahren, um die sogenannte Last Mile. Also um das letzte Stück, das bei vielen Lieferdiensten in der Stadt gefahren wird. Die Gesamtreichweite liegt übrigens bei rund 500 Kilometer. Das wirklich Tolle bei diesem Plug-in-System ist, dass es keine physische Verbindung vom Verbrenner zu den angetriebenen Rädern gibt. Das heißt, der Dreizylinder, 1-Liter Motor, der hier verbaut ist, so ähnlich auch im Fiesta, ist nur ein Generator. Und der lädt dann die Batterie, wenn es notwendig ist. Das heißt, der Vortrieb an sich ist rein elektrisch, nur das Nachladen ist dann ein Verbrenner. 4 Fahrmodi beeinflussen die Energieflüsse und den Ladezustand der Batterie. Idealerweise lädt man die Batterie bei Start und Ende der Fahrt immer an der Steckdose. In der Realität wird wohl eher ein sehr individueller Mix daraus werden. Doch die Plug-in-Technologie ist natürlich nicht die einzige Neuerung, denn die Entwickler setzen ihren Fokus vor allem auf eine gesteigerte Benutzerfreundlichkeit. Zum neuen Ford Transit bringen wir viele neue Features, das meiste innen und manche außen. Sie sollen alle zusammen das Fahrerlebnis einfacher, weniger stressig und weniger ermüdend machen. In dem Fall haben wir auch einen Müdigkeitswarner. Zum Beispiel haben wir ein komplett neues Interieur im Cockpit. Und neue Armaturen und neue Technologien, wie einen 8 Zoll Touchscreen mit Swipe-Funktion, wie bei Smartphones und Tablets. Wir haben aber auch ein paar Sicherheitsfeatures, wie den toter Winkelwarner, einen Anhängerassistent und den Spurhalteassistent. Er warnt nicht nur, sondern er versucht auch, dich zurück in die Spur zu ziehen. Die Tourneo Custom und Transit Palette ist extrem breit aufgestellt. Vom Pritschenwagen über diverse Radstände für die Kastenwagen-Varianten bis hin zu alle Formen des Antriebs. Front, Heck, Allrad, Mildhybrid, Vollhybrid. Insgesamt wird der Transit bereits in 450 Varianten angeboten. Doch damit nicht genug, denn in naher Zukunft kommt sogar noch eine vollelektrische Variante. Also gibt es bei der Ford Nutzfahrzeugabteilung jetzt das volle Sortiment an Antriebsmöglichkeiten. Man hat jetzt Frontantrieb, Heckantrieb, Allradantrieb, Mildhybrid, Plug-Hybrid, Diesel und Benzin natürlich auch noch. Aber das Plug-in-System ist vor allem im urbanen Bereich besonders sinnvoll, weil hier geht es dann quasi um den letzten Kilometer. Auf der Autobahn fährt man quasi mit dem Generator die längere Strecke und mit dem rein elektrischen Antrieb aus dem Akku dann in der Stadt. Und das auch mit über 30 Kilometer in der Realität.